Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, wir sind immer noch im frustrierten Abend. Mittendrin stand nur dabei. Ja, zumindest mal ein 8er Match. Nachteil, es sind wieder zwei Artis mit dabei. Und ein verschissener Radpanzer. Ja, die Burrask-Brigade, die fange ich auch so langsam an zu hassen. Und was soll's. Ja, Heavy, hier fährst du auch gut hin. Linie 1, 2 mal wieder komplett unbesetzt. Da steht ein VK in der Basis, da steht ein Burrask in der Basis. Die sich nicht bewegen. Dann wieder richtig geil. Klar, von mir. Der Burrask guckt woanders hin, dreht sein Turm, trifft sofort. Ah, das wollte ich auch gerne mal kennen. Bei mir spielt das Archie komischerweise nicht mit. Gut, da waren Stützen in der Brücke drin, aber man könnte eigentlich theoretisch auch mal durchschießen und auch treffen. Muss ich jetzt hier nicht hindrängeln. Soll ich wieder nicht sein, ne? Nein. Glück gehabt. Gut, war jetzt so nicht geplant, aber sind wir jetzt unten. Geliatia ein, genau. Und dann kann man zumindest so ein bisschen mit reagieren, agieren Richtung. Vielleicht auch hier rein ins Visier, leider nicht. Bildungstreffer.
lieber drehen. Ich will woanders hin. Ich will woanders hin, das ist mir da ein bisschen blöd. Angst, dass der Emil uns in den Rücken fällt. Weil die zwei Heavys da oben kriegen sie auch wenig hin, da dagegen zu kontern. Komm schon, rühr dich! Du Scheißhaufen! Raus. Zu spät. Eine Reaktion wie ein Buslenker. Blatt für den Emil am besten mal bisher. Ich bis jetzt schlechte Erfahrungen habe bei den Schweden-Wackelturm. Steht da hinten. Ich denke mal, der Emil steht auch irgendwo in dem Bereich. Nenne? Nenne? Mittle? Ich weiß nicht, dass der da hinten noch auf ihn macht. Oder etwa nicht. Oh, da steht der unten im Flussbett, die kleine.
schnell mir lieber, was mir gerade durch den Kopf geht. Ne. Genau das ist ein Felsen. Toll. Die Wendela, die Wendela, halte aus, ich komme mal ran. Zumindest 4 Kills, 2,8 Schaden, mal so gar nichts gespottet, mal so gar nichts unterstützt, aber hey, komm, scheiß drauf. Die Runde war irgendwie, was denn, ist jetzt 12:30, jetzt geht's wohl los, oder was, die guten Runden, mit denen man was anfangen könnte. Das einfach nur zum... Das ärgert mich. Also, ich muss ehrlich gestehen, das ärgert mich heute momentan alles so. Die Runde war im Endeffekt nur oben auf dem Berg. Warten auf das Team, was das Team aufmacht, die eigenen Kollegen quasi damit in den Tod schicken. Gut, es muss immer einer da sein, der irgendwas aufmacht. Ansonsten könnte man nicht schießen. Weil dieses oben drauf warten auf dem Berg, warten, bis das Team was aufmacht, die Leute in den Tod schicken. Punkte absahen, ihr sitzt hier unten. Na gut, wobei, bei Kollegen tut es nicht leid. Wobei, die sind da halt dann auch gestartet irgendwann, aber trotzdem. Oder muss ich ja jedes Mal mich wirklich permanent aufregen und einen Blutsturz kriegen, damit die Runden immer besser werden? Ich weiß wirklich nicht, was momentan mit dem Spiel. Die Quote einigermaßen gerettet. Ihr seht selbst. Und ich habe es heute schon ein paar Mal resettet, damit die Statistik wieder einigermaßen schick aussieht. Aber ihr seht selbst, beschissen, das heute läuft. War richtig beschissen. Die Runde war jetzt eine der besseren Runden, wie gesagt. Es gab auch diesmal vom RNG ja nicht viel zu meckern, außer die. Den Schuss da auf den, ich glaube, Burrasque war das da oben auf der Brücke und den Italiener unter der Brücke, wo man dann gegen den Stahlträger gewichst hat. Ich meine, ist okay, wenn das passiert. Auch schön, dass das Spiel das mit einberechnet, dass er halt ein Stahlträger ist, wo du halt nicht durchschießen kannst. Aber. Es ist immer die Stärke der deutschen Panzer, wäre die Treffgenauigkeit. Nee, das können nur russische Panzer. Jo, wie sieht's denn überhaupt aus hier? Wir haben ja auch nebenbei diesen komplett bescheuerten Panzer Grind, Panzer Marathon. Ich weiß nicht genau, wie ich das bezeichnen soll. Halt diese Panzerbelohnungsreihe, die ab und zu auftaucht. Immer komplett, wirklich. Also, die ist diesmal so absolut hirnrissig. Zehn Gefechte, 30 Gefechte, 20 Gefechte, 30 Gefechte, 20 Gefechte. Was war's hier? Stufe 2 bis 8 war's, glaube ich. Davon allein 20 Gefechte. Gut. Lässt sich eigentlich kombinieren, aber das sind schon 30 Gefechte. So, den haben wir hier. Stufe 9 bis 10. Aber dann auch nochmal 20 Gefechte. Aber hier sind wir hier auch schon bei 30 Gefechte. Sprich, um die ganzen Wertmarken zu kriegen, muss man 60 Gefechte spielen, davon in den Top 10 landen. Wir hatten den ersten Marathon, der wirklich ekelhaft war. Und dann wieder so eine Scheiße.
Mein 60 Gefechte, es geht immer noch. Aber genau so ein Dreck verleitet wieder Spieler loszufahren, vielleicht ein, zwei Schüsse anzubringen, ein bisschen Schaden zu machen und dann zu platzen, rauszugehen, nächstes Gefecht. Sowas zieht in meinen Augen eigentlich permanent das Ergebnis von allen runter, weil man halt dran bemüht ist, 60 Gefechte am Tag zu spielen. Und gerade Leute, die wenig Zeit haben zu spielen, die vielleicht mal am Tag 2, 3 Stunden, wenn es hochkommt, BOT spielen können. Für die ist das schon wieder unerreichbar. Also, die Belohnung ist diesmal toll. Also es gibt zwei auf Stufe 4, zwei Tussis. Auf Stufe 5 gibt es halt den. Ich habe ihn hier stehen in der Garage. Den guten Kollegen, den japanischen Tiger. Oder halt ein. Immer ein Forschungsbaum. Oder halt. Stritzwagen, den hier. Oder halt den D34. Ah, wo ist er? D34-85M. Also man hat jetzt mal die Wahl zwischen 3 Panzer und 3 6er Premium Panzer. Wie gesagt, auf die Premium Panzer habe ich nicht unbedingt abgesehen. Ich möchte ja die beiden Tussis haben, aber es ist für mich eigentlich schon wieder komplett unerreichbar. Weil man halt 60 Gefechte am Tag spielen muss. Was soll so eine Scheiße? Wir hatten erst, wie gesagt, den Marathon hinter uns. Dazwischen war nochmal ein kleiner Grind mit dem Budel. Davor war Weihnachten, wo wir alle gespielt haben wie bescheuert, weil halt jeder den Bonus ausnutzen wollte. Also man fliegt hier quasi von einem Massenevent zum nächsten, anstatt da mal eine kleine Pause reinzubringen. Nein. Ich meine, es ist kein Zwang. Es muss nicht jeder quasi das erfüllen. Aber es ist schon wieder etwas, was unerreichbar ist. Genauso wie eigentlich. Panzerexpedition, die habe ich für mich persönlich eigentlich zum Teil schon abgehakt, weil mir einfach die Zeit fehlt. Und finde das wirklich sehr, sehr schade. Ich finde auch das Event schade, dass ich das für mich persönlich schon wieder abhaken kann. Ja. Müsste vielleicht mal bei Wargaming ein bisschen nachdenken, dass es auch Bevölkerung gibt, die halt, wie gesagt, wenig Zeit hat. Die aber trotzdem Geld in das Spiel rein investieren. Und wenn die dann jedes Mal in den Arsch getreten werden, dass dann auch irgendwann die Motivation nachlässt, sollte man vielleicht mal irgendwo mit bedenken. Na gut. Tag heute war sehr frustrierend, war sehr anstrengend. Ich habe mich jetzt so ein bisschen ausgekotzt. Ich denke mal, ich werde auch die nächsten Tage weiterhin kotzen, weil ich hier noch ein bisschen vorproduzieren muss, bis die Scheißkarte zurückgeht. Ansonsten bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.